So. Diese Walküre hielt einst eine... Moment. Hielt einst eine Waffe in der Hand. Und das Pferd hat mal einen Kopf. Was befindet sich wohl in diesem ungewöhnlichen Kästchen? Postkarte. Hört sich cool an. Postkarte. Lieber Samuel, liebe Claire, alles Gute zum Hochzeitstag. Möge euch diese Walküre... Hältst du mal die Schnauze jetzt? Oh, dummes Gör. Möge euch diese Walküre vor allen Sorgen und Unglücken beschützen. Alles Liebe, Tailoa und Lisa Gratze. So. Hier kommen gleich die Super-Nanny, dann kann sie sich erstmal hier schön auf die stille Treppe setzen, auf diesen alten Teppich, auf diesen verrotteten. So, was haben wir denn hier? Anna Grace Habselig... Anna Grace Habseligkeiten, hört sich auch ein bisschen erbärmlich an, oder? Bestimmt finde ich in diesen Kartons etwas Nützliches. Es sind ja auch deine, du Beule. Du musst doch wissen, was da drin ist. Es ist Michael Jackson. Das ist Michael Jackson, der da singt. Hast du gerade gehört? Ich brauche etwas, das in diese Form passt. Oh geil, erstmal die Puppe ausziehen. Mm, oh, mm. So, warte. In der Puppe ist etwas versteckt. Die Schraube sollte ich leicht entfernen können. Mm. Ja, dann, wenn die so leicht zu entfernen ist, dann mach doch die Schaufel. Was? Dumme Troller. Okay. War klar. Diese Tür ist fest verschlossen. Vielleicht kann ich etwas Dünnes durch den Spalt schieben und so den Riegel hochheben. Oh, ich probier's gleich mal. Ja. Etwas Dünnes durch den Spalt. Schieb doch mal was Dünnes durch den Spalt jetzt. Du musst doch irgendwas in den Spalt schieben, Junge. Okay. Sie darf nicht entkommen. Bestimmt die Oma da eingesperrt. Ach, wir haben nur eins von fünf. Ja, Mann, jetzt halt doch mal die Fresse. Ich kann dir nicht denken, wenn du die ganze Zeit quatschst. Huch. Die ist furchtbar. Weißt du, ich will die retten gerade und... Dann quatscht die ganze Zeit. Hier, scharfer Knochen. Zack. So, bestimmt eine Amazon-Lieferung. Aha. Die haben Anna Grace Habseligkeit in eine Kiste gepackt und dazu noch einen tollwütigen Dachs, oder was? So. Frettchen natürlich. Wie süß. Das muss Nicoles Frettchen sein. Ob es wohl mit Katzenspielzeug spielen mag? Einmal schön. So. Frettchen. Will das Frettchen vielleicht mit der Schaufel spielen? Okay. Funktioniert nicht so gut. Okay. Frettchen, Liebe. Oh. So. Adrettchen, Frettchen. So. Wir lassen das Frettchen mal. Das Frettchen Feuerstein übrigens. Den kennt man vielleicht noch. Der hatte früher mal eine Serie. Jetzt der arbeitslos und muss bei Grimtales sein Geld verdienen. Deswegen lassen wir den mal in Ruhe. Wir brauchen noch irgendwie eine Können wir nicht mit dem Knochen die Dinger hier... Nö. Hätte ja klappen können. Okay, dann können wir zumindest zum Vogelhäuschen. So. Wir haben wieder Samen, Sonnenblumensamen und eine Prinzessin. Kann man da noch was rausnehmen? Nein. Keller ist auch dicht. Okay, wir gehen wieder rein. Sonnenblumensamen. Mach dir eine Frettchenrüstung draus. Das wäre eine gute Idee. Und vielleicht generisches Fleisch können wir noch irgendwo trocknen lassen. Neben so ein paar eingeborenen Füßen. Haben wir ja draußen im Wagen gefunden. Die Prinzessin tun wir mal hier hin. Und die hat ja auch die Fahne. Die haben wir ja auch schon. Oh nein. Oh nein. Und...
In der Nähe der Leiter. Hm. Hm. Ich habe gehofft, im Bonuskapitel finden wir sowas nicht mehr. Was? Ach, ja, natürlich. Klar. Habe ich sofort gefunden. Was? Dass sie zu den Farbmarken neben den Reihen passen. Oh, schon fertig. Wow. Hey. Hashtag Motivation. Was habe ich denn? Ich habe... Was? Habe gerade eine Lampe geklaut und ein Kuchenstück. Was ist hier? Okay. Offenbar ein Kuchenstück und eine Lampe, die ich jetzt irgendwo anders hinhängen kann. Zum Beispiel hier. Katzen. Würden. Beginne mit einer Farbe und schalte alle Glühbirnen dieser Farbe aus, schalte sie danach wieder an und wiederhole diesen Schritt mit einer anderen Farbe. Ja klar, wenn man sonst nichts zu tun hat, warum auch nicht? Ach so, geht schon weiter. Okay. Warum muss das spielen? Ah! Oh, der Bluescreen färbt ein bisschen durch. Voll die Psycho-Augen. Ich will nicht mehr! Ah! So, Entschuldigung. So, nimm die zwei gelben Knöpfe, die hinter den Figuren waren. Setze die Knöpfe als Schieberegler in die Theaterbühne ein. Knöpfe, klar. Hätte ich sofort erkannt, dass es Knöpfe sind. Mhm. Kündigung abgelehnt. Scheiße. Öffne die Türen in der Wand hinter dem Zinnsoldaten. Nimm den Schlüssel und öffne die Truhe auf dem Dachboden. Nimm das Leb... Wie soll man das alles selber ohne Hinweise hinkriegen? Die Türen. Hier ist eine Tür. Hinter dem... Ich kann ihn... Das sind doch keine Türen. Was? Der Schlüssel... Truhe. Hier. Lebkuchenstück. Und irgendwas... Was ist das Blaue hier? Finde das Ballerina-Puzzleteil hinter dem Zinnsoldaten im Zimmer unten links. Nimm es und setze es links in den Rahmen ein. Hier, im Zimmer unten links. Was? Ach, hier. Ach, eine Ballerina. Ach so. Mhm. Mhm. Hm? Ach so, hat man gar nicht gesehen. Hä, ist falsch rum. Egal. Ist ja nicht mein Bein. So, hier noch ein schönes Röckchen. Was denn? Was soll das sein? Das passt hier überhaupt nicht hin. Setze es richtig ein. Das passt hier nirgends hin. Na toll. Ja. War ein bisschen schräg und schief, wollte nicht so recht. Jetzt brauchen wir nur noch den Kopf. Und wir haben da oben noch irgendwas drin, aber ich weiß nicht so recht, was das sein soll. Nimm den Stift aus der Truhe und stecke ihn in die Halterung neben dem Zinnsoldaten. Nimm die zusammengesetzte Ballerina und stecke sie auf den Stift. Ah, okay, wir führen gleich ein Märchen auf. Da kommt dem Zinnsoldaten gerade so ein Hebel rausgefahren, wo der zur Ballerina geht. Well, okay. Ach so, na klar. Was? Was?
Hm? Schattenspiel. Drücke die leuchtenden Knöpfe, um die Figuren vor ihren Schatten zu platzieren. Hä? Was? Was? Wir haben hier drei Schatten immer, okay. Ich muss ungefähr die richtige Größe treffen. Ach so. Okay. Das ist ja furchtbar. Ja, und jetzt? Schön. Ah, ist ja schön. Ich freue mich sehr. Ich wünschte, die würden alle 5 Minuten sowas einbauen. Das würde mir sehr gut gefallen. Das wäre toll. So. Der Reißverschlussschieber fehlt. Den haben wir doch vorhin gefunden. Ich brauche lediglich eine Büroklammer. Das haben wir ja zurück. Zum Glück. Zum Glück. So. Erstmal schön bei Nicole alles klauen. Können wir auf eBay versemmeln dann auch. Angelschnur und Lineal. Mit dem Lineal klatschen wir den eine. Das geht nicht. Kartenfragment. Sonnenblumensamen. Ich weiß noch nicht genau. Können wir ihm hier vielleicht ein paar Samen geben? Na komm. Oder vielleicht mal eine klatschen. Angelschnur. Muss ja für alles offen sein. Mit einem Lineal. Voller sichere Zimmer. Ja, Michael. Das ist ja ein schönes Zimmer. Ist bestimmt das Kinderzimmer. So, hier ist ein alter Teppich. Ich muss den Staub aufsaugen. Ich brauche einen Handschuh, wenn ich die Glühbirne mitnehmen will. Ja, und wir müssen hier Staub saugen. Okay, das kriegen wir hin. Der ein oder andere kennt das vielleicht. Das ist so ein mythologischer Begriff, Staubsaugen. Das hat man früher mal gemacht, damit die Wohnung hinterher sauber ist. Es ist, klingt komisch. Ich habe selber schon mal davon gehört. Das war dann zur Schulzeit. Nicole hat eine unsichtbare Freundin namens Sophie. Und ihre Eltern dachten darüber nach, sie zu einem Psychiater zu bringen. Interessant. Wer kennt noch Sophie? Die vom Dach sprang. Samuel, bitte vereinbaren Sie einen Termin bei einem Psychiater für Ihre Tochter. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Sie spricht mit einer unsichtbaren Freundin namens Sophie. Seit den Ausgrabungen sind sie und die Strohpuppe unzertrennlich. Ich mache mir große Sorgen um sie. So, hier kann ich verbogene Gegenstände gerade pressen. Also zum Beispiel die Tochter, die unsichtbare Freundinnen hat. Ein Teil der Karte fehlt. Ja, bitteschön. Gibt's heute kostenlos. Wo finde ich wohl die fehlenden Marken? Oh weia, ich hoffe, da kommt mir kein Minispiel. So, hier baumelt... Da baumelt auch ein Bleistift. Wieso kriege ich den nicht? So... Ich sollte lieber das Feuer löschen, damit ich mich nicht verbrenne. Dann hebst du mit der Schaufel raus, du Beppo. Krug. Manfred. Wie kann man das Feuer löschen? Eigentlich können wir mal Sachen aus dem Feuer holen, aber leider. So. Ach, der MV Mickey hat gerade seinen Vorschulabschluss gemacht, glaube ich. Der kleine Bub hat noch nie jemanden im Anzug gesehen. So. Dann machen wir weiter. Chamäleon, oh, Chamäleon-Objekte. Nutze dein Batarang. Ich würde es ja machen, ganz ehrlich. Dann wäre ich ja viel schneller durch. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht wie. So, eine Schaufel. Sonnenblumensamen, Angelschnur. 1 von 2 Gartenschere. Ich
Ich probiere gerade mal was zum Feuer löschen. Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert. Offenbar schon. Das ist sehr gut. Was? So, Feuer. Das Ding ist natürlich sofort wieder kalt. Bestimmt kann ich in der Asche etwas Nützliches finden. Wahrscheinlich ein Großvater. So, mal gucken. Da finden wir auch noch was. Ist zum Glück nicht heiß alles. Ach, ein verbogenes Emblem. Pass auf. Zufällig ist der Baum da auch abgebildet. Vergiss die Schraube nicht, hat jemand geschrieben. Hör auf mit deinem scheiß Backseat Gaming. Hör auf bitte. Also Backseat Gaming heißt, nebenbei die Lösung offen haben und dann im Chat vorsagen. Mach das bitte nicht. Die Schraube habe ich eh mitgenommen, aber mach sowas bitte nicht, das ist scheiße. Das nimmt ehrlich gesagt den Spaß. Dann kann ich keine Live-LPs mehr machen. So. Okay, wir haben hier die Zange. Staubsaugen können wir damit sowieso nicht. Zack. Wo war denn der Baum nochmal? Hier. Das war alles. Mehr finden wir da nicht. Können wir nicht hier? Mann, ich will diese Puppe öffnen. Ich will an die Puppe. Und natürlich Knöpfe 1 von 2. Doof. Das Frettchen haben wir auch noch. Und das Frettchen will mit irgendwas... Will mit irgendwas spielen, aber leider vielleicht mit unserem Gesicht oder vielleicht ein Frettchen spielt auch gerne mit Zangen. So. Okay. Wir können das nicht einsetzen, bis wir nicht beide Knöpfe haben. Zum Staubsaugen haben wir nichts. Mit der Gartenschere können wir irgendwas machen. Ach ja, klar. Mit der Gartenschere. Ich bin schon ein bisschen, da wir ja gerade an einem Stück spielen, bin ich schon ein bisschen durch gerade. Das ist normal bei Grim Tales, immer wieder. Dafür können wir jetzt hier mit der Gartenschere einmal durch. Ich habe den Garten schon wieder ganz vergessen. Hier hinten ist eine Dilbert-Puppe. Da können wir vielleicht nochmal reingucken, oder? So. Setze die Statue aus den erbrochenen Stücken wieder zusammen. Wähle ein Stück aus und ziehe es auf die richtige Position. So. So. Klar, da ist der fehlende Knopf. Natürlich hätte ich auch, ich hätte ihn da sofort erwartet. In der Maya-Statue im Dornengarten. So. Gut, wir setzen mal eben die Knöpfe ein. Ich hoffe, ich muss ja nichts machen. Oh, ich hasse das. Stecke die Flagge nacheinander in jedes der Länder auf der Karte. Du kannst sie nur in angrenzende Länder stecken, deren Zahlenwert geringer als der deiner eigenen kombinierten Länder ist. Was? Ich muss alle abstecken, richtig? Aha. Ich mache mal ganz kurz erneut, nur um das zu kopieren. 25. 12 sind 31. Was? Hä? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. 19. Ach ja, muss ja höher sein. Oh.
Naja, klar. Warum nicht? 24, 27, okay. 18, wir können jetzt eh nur dahin. 10, jetzt wird's kritisch. Wir können nirgendwo mehr hin.